Die optische Kohärenztomographie funktioniert über das Infrarotlicht. In einer besonderen geringeren Kohärenzbreite wird das mit einer hohen Exaktheit verbunden und einer hohen Auflösung. Sie sehen mit einem Zoom, wie mit einer Lupe, auf sehr exakte kleine Strukturen und die Auflösung ist bis zu 10, 15 Mikrometer, das sind also Tausendstel Millimeter. Hier in der Kardiologie am Klinikum Dortmund wird seit einigen Jahren die optische Kohärenztomographie eingesetzt. Das Verfahren erlaubt eine Untersuchung der Innenwände der Herzkranzgefäße. Die OCT geht leider noch nicht von außen. Man muss also die Lichtquelle in das Kranzgefäß einführen. Das heißt, im Normalfall wird es im Rahmen von einer normalen Herzkatheteruntersuchung erforderlich, die OCT einzusetzen. Man ist mit dem Herzkatheter schon vor Ort. Man muss dann noch einen feinen Draht in das Herzkranzgefäß hineinführen, wie man das auch bei Ballondilatationen zum Beispiel macht. Und auf dieser Drahtschiene wird die Lichtquelle reingeschoben. Und dann hat man in 3 bis 5 Minuten sozusagen die Infrarotlichtbilder live vor sich und kann dann entscheiden, wie weitere Eingriffe und Therapien erfolgen müssen. Etwa 200.000 Menschen sterben in Deutschland pro Jahr an einem Herzinfarkt. Gefäßverengungen und andere Risikofaktoren müssen also frühzeitig erkannt und entsprechend behandelt werden. Das wird möglich mit der OCT. Wir wissen, dass wir von innen die Gefäße, Wand und die Stents, die wir einbauen, noch viel genauer und viel präziser darstellen können. Wir haben bei bestimmten Voraussetzungen, wenn wir nicht genau wissen, wie die Gefäße von innen verengt sind, wie viel Kalk sind, wie lang die Verengung ist, wie eng das Ganze ist, können wir das alles über diese Lichtquelle sehr gut messen, so wie früher auch mit dem Ultraschall, aber nur sehr viel genauer. Und der zweite Einsatzgebiet ist, wenn die Stent-Implantation erfolgt ist, nachzugucken, wenn Probleme bestehen, ob der Stent optimal eingebaut ist und ob hinter oder vor den Stents noch Probleme im Gefäß sind. Ist bei der Röntgenkatheteruntersuchung das Problem nicht zu erkennen, wird die optische Kohärenztomographie angewendet. Die Untersuchung mit Infrarotlicht dauert nur wenige Minuten. Seit Anfang an wird mit Kontrastmittel eigentlich nur das Gefäß von innen indirekt dargestellt, nämlich durch den Kontrastmittelverlauf sehen wir etwa die Wände, die Morphologie der Wände. Einen richtigen Blick hinein gibt es seit 20 Jahren mit dem Ultraschall, mit dem intravaskulären Ultraschall, der uns auch geholfen hat, bei der Stent-Implantation bessere Verfahren und besseres Vorgehen zu finden. Mit dem OCT haben wir jetzt eine 10- bis 100-fache größere Auflösung und können noch exakter die Stent versorgen und die Gefäßproblematik erkennen und optimieren. Ein Nachteil ist, dass der Blutfluss während der OCT, also während der Untersuchung, durch eine Kontrastmittelgabe beseitigt werden muss. Also man muss Kontrastmittel geben bei der Untersuchung selbst und das ist dann natürlich nicht so häufig zu machen, sonst haben wir zu viel Kontrastmittelbelastung und das ist bei niereninsuffizienten Patienten natürlich auch ein Problem. Die OCT bietet dennoch viele Vorteile gegenüber der herkömmlichen Katheteruntersuchung und wird vor allem bei schwierigen Fällen immer häufiger herangezogen. Hier sehen Sie das OCT nach einer Stent-Implantation. Der Stent ist erkennbar an den ganz kleinen gelben Lichtpunkten mit einem sogenannten Schallschatten, der schwarz ist. Und der Stent liegt gut an und ist komplett an der Wand angelegt. Der gleiche Stent ist weiter oben allerdings hier noch komplett nicht angelegt. Hier fehlen noch einige Millimeter. Der Ballonstent muss also hier dringend nachgedehnt werden und angelegt werden. Das hätten wir ohne OCT so nicht erkennen können. Wir setzen das Verfahren immer dann ein, wenn wir Zweifel haben über den optimalen Gefäßverlauf oder das Erfolgsergebnis des Stents. Und dann setzen wir das OCT ein und schauen uns den Stent nochmal von innen sozusagen genau an, ob er gut anlegt oder ob er noch immer zu wenig an der Wand anlegt. Weil das gibt Probleme für später, für Restenosen und vielleicht sogar für Stentthrombosen, die in früherer Zeit häufig aufgetreten sind. Auch kleine Einrisse der Innenhaut hinter oder vor dem Stent werden erkannt und können dann entsprechend nochmal gut behandelt werden.